So, moin moin. Oh, sorry, das war der Stuhl. Weiter geht's mit Let's Play, nicht Let's Play, mit Red Dead Redemption 2 Lore. Diesmal, wie man schon sehen kann, geht's um das Bandmitglied Charles Smith. Er war der Sohn von einem Afroamerikaner, das war der Vater, und einer amerikanischen Ureinwohnerin, das war seine Mutter, wie man, denke ich, mitkriegen konnte. Ich glaube, das wurde sogar noch so schon gesagt. Er ist ein relativ neueres Mitglied der Bande. Er ist quasi circa 6 bis 7 Monate bevor das Spiel anfängt, der Bande beigetreten. Er lebte mit seinem Vater bei seiner Mutter, bei dem Stamm der Mutter. Deswegen ist er auch wahrscheinlich auch so Indianer verbunden, wie man im späteren Verlauf der Story noch merkt, bis die US-Armee die beiden weggetrieben hat, beziehungsweise den ganzen Stamm weggetrieben hat. Dann haben die sich getrennt, die Familie, aber unfreiwillig. Der Vater ist dann in eine tiefe Alkoholsucht verfallen und da fing Charles dann an, davon zu laufen, hat sich eine Bande gesucht, mehrere Banden, und ist dann letzten Endes in der Wanderlinde-Gang hängen geblieben, bis diese sich dann letzten Endes aufgelöst hat. Danach wollte er ja nach Kanada, um sich dort eine Familie zu suchen, beziehungsweise eine Familie gründen. Ja, das ist alles, was ich über Charles herausgefunden habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da, einen Kommentar für den Algorithmus, vielleicht sogar ein Abo, aber dann bitte die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.